Das ist eigentlich auch nicht instandsetzbar, ja, weil man am Rahmen heutzutage eigentlich nichts mehr machen darf. Und dann ist der Rahmen kaputt, obwohl er vielleicht sogar noch maßhaltig ist. Wäre für die Rennstrecke aber nicht tragisch, das ist eher da so ein Da kann man dann in Anführungsstrichen noch ein bisschen pfuschen. Ja. Aber je nachdem, wie der aussieht, manchmal bricht da auch wirklich Material aus, dann würde ich das auch nicht mehr empfehlen. So Leute, Stunde der Wahrheit. Wir sind wieder beim Marc Bornhäuser in der Werkstatt und es geht endlich mit der R1 weiter. Bevor der Wiederaufbau starten kann, ist aber ein wichtiger Punkt das Vermessen und das Checken, ob das Motorrad überhaupt noch formmäßig so dasteht, wie es ursprünglich mal das Werk verlassen hat. Und das kann man natürlich nicht nach Augenmaß machen, sondern ich habe mir wie immer einen Fachmann an die Seite geholt. Neben mir steht Pascal Steiner vom Ingenieurbüro Steiner aus Baden-Baden, ein GTÜ-zertifizierter oder beziehungsweise ein GTÜ-Partnerbetrieb. Und Pascal und sein Papa und die Angestellten machen sehr viel in Richtung Kfz-Gutachten, Sachverständiger für das Thema. Und du bist nicht nur technisch extrem versiert, sondern Pascal, hallo erstmal an dieser Stelle übrigens. Hi. Pascal fährt tatsächlich auch German Motor Masters, sieht die Sache normalerweise von der anderen Seite, nämlich von ganz vorne. Ich war ja eher so hinterher. Jetzt die erste Frage vorneweg. Du hast jetzt dein Setup schon aufgebaut. Hast du dein eigenes Motorrad eigentlich schon mal nach einem Rennstrecken-Crash vermessen? Ja, schon oft. Ja, schon oft sogar? Ja. Okay. Ihr habt es gesehen, hier sind jede Menge verrückte Anbauteile drumherum, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wofür sie zuständig sind, was sie machen und wofür man sie braucht. Das erklären wir euch jetzt im Lauf des Videos ein bisschen. Und bevor wir loslegen, aber erstmal die wichtigsten Punkte. Wenn wir jetzt mit dem Vermessen loslegen, was guckt man sich denn in der Regel nach so einem Unfall an? Das Ding ging ja einmal über den Kopf, Heck abgerissen, Front kaputt gewesen. Man sieht links und rechts, alles so ein bisschen in Mitleidenschaft genommen. Was kann denn kaputt sein und was wird normalerweise vermessen? Also grundsätzlich muss man nach einem Crash, gerade ein Motorrad, hat ein, ein ungewöhnliches Sturzverhalten teilweise, da muss man eigentlich immer alles anschauen. Okay. Das heißt, anfangen müssen wir eigentlich immer mit einer optischen Überprüfung. Ja. Guckt mal nach Dellen, Verformungen an den Schweißnähten, Risse etc. Wenn man das schon sieht, kannst du das Vermessen sparen. Ja, okay. Dann sind, dann sind nämlich die Toleranzen sowieso nicht mehr eingehalten. Ja. Wenn wir das hinter uns haben, hier in dem Rahmen haben wir jetzt optisch nichts gesehen, außer eventuell ein paar Steinschläge vom Kiesbett. Das ist total unproblematisch, weil wir es auf der Rennstrecke benutzen. Mhm. Im Straßenverkehr gibt es ja wieder andere Regelungen. Da zählt eigentlich jede kleine Macke schon als Rahmenschaden. Okay. Weil da auch die Herstellervorgaben reinspielen, da sind die knallhart. Wenn der Rahmen irgendeine Beschädigung aufweist, kann man auch die aktuellen Rahmen nicht mehr neu beschichten, lackieren. Das ist nicht freigegeben vom Hersteller. Ja. Hier sind wir auf der Rennstrecke unterwegs, eigenes Risiko. Da kann man auch optische Schäden anders beurteilen. Ja. Man kann es regelmäßig überprüfen, ob da was weiteres oder ob die Schäden größer werden. Ja. Das zu der Sache. Wenn wir jetzt sehen, okay, optisch haben wir keine Schäden gefunden, dann ist jetzt natürlich interessant, ob jetzt die vom Hersteller vorgesehenen, ob die Rahmengeometrie so überhaupt noch vorhanden ist. Mhm. Weil die trägt ja maßgeblich auch zur Fahrsicherheit bei. Okay. Gerade jetzt auf der Rennstrecke könnte man sagen, gut, mir ist egal, ob der Rahmen jetzt vielleicht nicht mal ganz perfekt ist, aber da wollen wir ja perfekt fahren, präzise fahren. Ja. Da sind dann natürlich die Geometriewerte fast noch wichtiger und entscheidender als auf der Straße. Ja. Weil da kann man ja eigentlich auch mit was Krummen fahren, da fehlt dann halt der Spaß eventuell. Ja. Genau. Ganz kurz, bevor wir weiter auf die technischen Details eingehen, können wir ganz kurz einblenden und zeigen, was denn so die neuralgischen Punkte sind, weil du ja gerade gesagt hast, du hast die Sichtkontrolle gemacht beim Rahmen. Ja. Das ist ja vielleicht was, was man auch zu Hause schon mal alleine machen kann. Auf jeden Fall. Dann baue ich nämlich gerade eine Kamera ab, wir wechseln die Perspektive und dann zeigen wir euch das nämlich mal. Also Pascal, walte deines Amtes, was sind denn so die wichtigen... So, ich lenke jetzt mal hier rüber, weil da sehen wir es noch besser. Film mal bitte hier rein. Das ist jetzt so der erste entscheidende Punkt, weil bei einem Crash geht ja oft auch, wirken Kräfte oft auf den Lenker ein. Somit wird dann die Gabelbrücke in den Lenkeinschlag gedrückt und dann sieht man hier am Rahmen oft eine Beschädigung. Mhm.
In dem Fall mit dem Alubrückenrahmen ist das hier natürlich alles ein bisschen massiver und hat saubere Auflageflächen. Es gibt auch bei anderen Fahrzeugen, gerade mit zum Beispiel den Gitterrohrrahmen, haben die hier angeschweißte Bleche und die verformen sich eigentlich immer direkt. Okay. Und das ist eigentlich auch nicht instandsetzbar, ja, weil man am Rahmen heutzutage eigentlich nichts mehr machen darf. Und dann ist der Rahmen kaputt, obwohl er vielleicht sogar noch maßhaltig ist. Okay, hier, das wäre für die Rennstrecke aber nicht tragisch, das ist eher da so ein Da kann man dann in Anführungsstrichen noch ein bisschen pfuschen, ja, aber je nachdem wie der aussieht, manchmal bricht da auch wirklich Material aus, dann würde ich das auch nicht mehr empfehlen. Okay. Hier hat der Marc Bornhäuser schon Vorsorge betrieben, hat hier schöne Zuchtgewichte aufgeklebt. Ja. Und man sieht, da ist eine wunderschöne Delle drin. Das Ding hat seinen Dienst getan. Wenn du auf der anderen Seite filmst, der hat seinen Dienst noch besser getan. Der ist nicht mehr vorhanden. Aber dementsprechend ist die Auflagefläche drunter oder die Anstoßfläche ist halt noch in Ordnung. Ja. Von daher sind wir da safe. Dann muss man natürlich immer gucken, bei solchen Sturzpads, je nach Verschraubung, bieten die einen ungünstigen Hebel für, ja, die einwirkenden Kräfte. Und dann kann sich hier der Rahmen auch verziehen. Da die Sturzpads jetzt noch in Ordnung sind, können wir das ausschließen. Ja. Beziehungsweise sehen wir das dann auch wieder über die eventuell nicht mehr passenden Toleranzen danach. Mhm. Klar, du hast jetzt hier auch schöne Carbon-Schützer drauf. Das hat jetzt den Rahmen auch nochmal optisch geschützt, weil, ja, sonst hätten wir hier, der ist ja schön bei den Rennmaschinen hier oft sehr nackt oder offen. Ja. Und da ist dann immer alles kiesgestrahlt. Manchmal drückt es noch den Lenker hier rein, dann hat man hier noch Dellen. Ja. Und bei den Dellen muss man dann auch immer vorsichtig sein, weil wir haben hier ja sehr dünnes Material. Ja. Das ist dementsprechend auch sehr empfindlich. Was man noch dazu sagen kann, eventuell in dem Punkt, man spricht ja immer von einem gewissen Flex im Rahmen. Mhm. Das heißt, beim Fahren will man eigentlich gar nicht wissen, wie arg sich der Rahmen verformt, aha, je nach Fahrsituation. Das braucht man auch, damit man überhaupt ein gutes Gefühl entwickeln kann. Und dementsprechend weiß man aber auch, dass eben da dauerhaft eine Bewegung im Material passiert. Und dementsprechend sind da dann natürlich ungünstige Dellen oder Haarrisse fatal, weil die sich natürlich immer vergrößern. Gut, ja, zu wissen, weil das war auch tatsächlich mir so überhaupt gar nicht bewusst. Ich habe mich nämlich schon oft gefragt, naja gut, ein Riss, eine gebrochene Schweißnaht oder so, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das problematisch ist. Aber wenn da sich jetzt minimale Verformungen ergeben haben, ja, habe ich mich immer gefragt, warum ist das so tragisch, aber... Klar, macht Sinn, das Motorrad oder der Rahmen arbeitet natürlich, bewegt, ja, sich und, genau, dadurch ist es natürlich auch... Ist auch extremen Temperaturen ausgesetzt. Ja. Darf man auch nicht unterschätzen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, bei kleinen Dellen auf der Rennstrecke, da muss man nicht übertreiben. Da kann man den Rahmen schon auch noch weiter verwenden. Man, ja, muss es aber halt wissen. So, das war quasi damit dann das Thema Sichtkontrolle. Genau. Und jetzt geht es dann tatsächlich ans Eingemachte, genau, an jetzt Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt geht es um die Zahlen, die man nicht sehen kann optisch. Da geht es nämlich um Nuancen, das kann man mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Dafür gibt es dann verschiedene Messgeräte. Wir nutzen das Scheibner-Messgerät, das ist eigentlich auch marktführend. BMW und Yamaha arbeiten damit auch als Hersteller mit denen zusammen, füttern ihn dann somit auch mit Solldaten, weil so ein Messgerät ist ja nur so gut wie die Solldaten, die man hat. Ja. Da haben wir eine Datenbank mit ungefähr 1700 Fahrzeugmodellen. Okay. Wird auch immer mehr gefüttert. Das Motorrad hatten wir jetzt auch drin, haben wir ja gesehen, kann man dann einfach auswählen. Ja. Und dann haben wir da die Solldaten, in denen sich der Rahmen befinden muss. Mhm. Mit natürlich je nach Messwert, den wir ermitteln, verschiedenen Toleranzen. Mhm. Weil es gibt natürlich immer noch Herstellertoleranzen und auch, ja, die Rahmen können nicht alle gleich sein. Ja. Deswegen, auch wenn wir jetzt Abweichungen haben, muss das nicht unbedingt auf den Sturz zurückzuführen sein, sondern es kann auch einfach von der Fertigung kommen. Okay. Ja. Jetzt hast du dieses Scheibner-Messgerät direkt mehr oder minder im, was ist das, Schwingdrehpunkt? Genau, bei 80-90% der Modelle beziehen wir uns immer auf den Schwingdrehpunkt, beziehungsweise von Schwingen, vom Schwingenlager, von der Achse zum Lenkkopf. Okay, das wäre jetzt nämlich, Bezug ist wichtig. Das wäre jetzt nämlich, ja, meine nächste Frage gewesen, diese Installation, die du hier vorne am Lenker bzw. an der Gabelbrücke angebracht hast, an der oberen, das ist dann quasi der Referenzpunkt sozusagen? Genau, da brauchen wir natürlich mehr als einen, deswegen ist es hier 3D aufgebaut. Wir haben hier zwei Fokussierkameras, die möchten auf diese Augen fokussieren.
Und dann muss ich beim Messen über den Lenkanschlag gehen. Einmal links, einmal rechts, nochmal links zur Überprüfung, dass die Messung auch korrekt ist. Okay. Und dadurch, weil der den Abstand zu diesen Punkten hier hat, kann er sich dann hier eine virtuelle Ebene errechnen. Die ist genau senkrecht zum Lenkkopf. Okay. Und je nachdem, wie die dann verdreht ist, diese Ebene, kann man perfekt sagen, ob es passt oder nicht. Okay, also das ist quasi auch dieser große Vorteil mit diesen Daten, die du schon ausgewählt hast aus der Datenbank. Genau. Es ist ja quasi die Basis da, das Gerät weiß genau, okay, das ist das Motorrad, so sollte die Ebene aussehen und kann dann quasi... Genau. Okay, ja. Spannend. Ja. Das sind auch oft keine Werte, die man vom Hersteller so überhaupt bekommen kann, weil der misst teilweise den Lenkkopfwinkel und so anders, als jetzt hier für das Messgerät wichtig ist. Ja. Und von daher muss der Hersteller von dem Messgerät viele Werte selber ermitteln. Dann werden einfach eine vorgeschriebene Menge von Neufahrzeugen vermessen und dadurch dann die Solldaten erstellt. Okay. Und das ist je nach Fahrzeug unterschiedlich. So, dann würde ich sagen, haben wir irgendwas vergessen? Das weißt du, ich weiß das ja gar nicht. Denn wenn nicht, könnten wir theoretisch mal starten. Ja, gut. Dann muss ich im linken Lenkanschlag anfangen. Ganz wichtig ist natürlich, dass keiner das Motorrad berührt bei der Messung, weil jede Erschütterung kann die Messwerte versauen. So, jetzt müssen wir hier durch. Lenker nach links einschlagen. Und jetzt wird gemessen. So, dann können wir rüber. Rechter Lenkanschlag. So, die Überprüfung habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist einfach nur, um Messfehler auszuschließen. Wenn ich zum Beispiel hier die Adapter nicht fest montiere und das hier leicht wackeln kann, dann würde das ja die komplette Messung versauen. Und deswegen überprüft er jetzt einfach nochmal, ob sich da irgendwas bewegt hat oder ob er da jetzt wieder die identischen Punkte kriegt. So, jetzt haben wir im Prinzip schon das Entscheidende gemacht, um später Aussagen über den Lenkkopfwinkel, generell über den Lenkkopf treffen zu können. Jetzt brauchen wir natürlich noch Werte von hier nach da, einfach um die Länge vom Rahmen zu haben, um zu sehen, ob der gestaucht wurde. Gerade bei frontalen Anstößen kann der sich manchmal auch einfach stauchen. Mhm. Und dann haben wir, das ist noch eine virtuelle Größe, wenn man hier senkrecht vorgeht und von der Unterkante hier vom Lenkkopf nach unten gehen, dann haben wir noch eine Höhe vom Rahmen. Das sind einfach zwei Werte, die sind im System hinterlegt und die wollen wir jetzt auch noch ermitteln. Dafür muss ich jetzt noch ein paar zusätzliche Gerätschaften anbringen. So und so. Da ist tatsächlich deutlich mehr Elektronik involviert, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das, ich sag mal, mechanischer vorgestellt, irgendwie mit Zahlen und Messlehren und sowas. Das gab es früher, die sogenannte Allianz-Messlehre zum Beispiel. Da wurde vom Prinzip wurde es ähnlich gemacht, aber mit weniger Elektronik und mehr mit Strichen auf Papier. Da kann man aber sagen, dass bei drei Messungen drei verschiedene Ergebnisse rauskamen und dann ist das nicht so aussagekräftig. Also hier haben wir ein komplett kompliziertes Messgerät in Anführungsstrichen, können dafür aber fast zerlegungsfrei das Motorrad messen und der Anwender kann fast nichts versauen, was ja, finde ich, sehr entscheidend ist. Sonst muss man ja immer sich hinterfragen. So, jetzt habe ich ja den Bügel hier eigentlich so frei über Motorrad positioniert. Das heißt, er braucht jetzt noch die Mittelebene vom Fahrzeug. Die muss ich ihm jetzt hier noch kurz mitteilen. Links und rechts. So. Hauptrahmen haben wir jetzt alle Werte schon ermittelt. Jetzt haben wir die Option, noch weiteres festzustellen. Okay. Vorderradführung bin ich mir eigentlich mit fast jeder Werkstatt einig, macht im eingebauten Zustand wenig Sinn. Bin ich immer dafür, ein Fan davon, ausbauen, alles einzeln durchmessen. Ist da irgendwo ein Verzug im Material? Weil so könnte man jetzt sagen, okay, die Gabel ist nicht mehr parallel zueinander, aber woran das dann liegt, weiß man immer noch nicht. Mhm. Das ist der Holm krumm, ist eine Gabelbrücke verzogen. Das muss man dann eben ausgebauten Zustand machen. Nach so einem Crash würde ich auch immer die Lenkkopflager tauschen. Mhm. Von daher muss das eigentlich eh weg. Okay. Das heißt, das lassen wir weg. Das geht mit der Anlage eh nicht, da hat der Scheibner noch was Zusätzliches. Ist jetzt in dem Fall nicht notwendig. Dann können wir noch das Rahmenheck vermessen. Das ist natürlich nicht so
engmaschig oder nicht so wichtig von den Werten wie der Hauptrahmen, weil das ist ja eigentlich kein funktionales Teil, da sitzt man eigentlich nur drauf. Ja. Sollte natürlich trotzdem ansatzweise gerade sein und nicht beschädigt, weil wenn es bricht, dann wird es natürlich gefährlich. Aber bei diesem Rahmenheck macht das jetzt natürlich... Das Rahmenheck messen wir nicht mehr, die Arbeit sparen wir uns. Aber man kann natürlich auch bei leichtem Verzug selber entscheiden, nutzt man es noch oder nicht. Das ist jetzt hier hinfällig. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Position der Schwinge zum Rahmen zu messen, beziehungsweise einfach einen Spurversatz festzustellen. Weil gerade auch wenn aufs Hinterrad extreme Kräfte wirken, kann sich so eine Schwinge doch auch mal verziehen. Und dann wird man auch nicht mehr froh mit der Fahrweise vom Fahrzeug, wenn da ein Spurversatz ist beim einspurigen Fahrzeug, fährt sich nicht gut. Das hätte ich jetzt in dem Fall noch vorgeschlagen, dass wir das einfach noch mit dazu machen. Perfekt. Ist auch kein großer Mehraufwand. Da muss man jetzt ein bisschen mehr selber machen. Da kommt sogar der klassische Zollstock zum Einsatz. Ja. So, der Auspuff ist jetzt super. Aber das geht trotzdem. 20. Ja, das sollte gehen. Okay. Fangen wir an. Da ist jetzt ein Laser drin, habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist ein Laser, der ist an so einem Endlosband. Das heißt, im Prinzip weiß das Programm genau, an welcher Position der Laser sich hier befindet. Okay. So, dann machen wir eigentlich was Ähnliches wie vorhin über den Lenkkopf. Ich gebe ihm jetzt einfach hier 1, 2, 3, 4 Punkte von der Seite. Dann hat er hier eine Ebene. Ja. Einfach einmal zur Kontrolle noch von der anderen Seite. Und dann weiß er genau, wie die Ebene zur Mittelebene steht. Beziehungsweise dann auch zum Vorderrad. Okay. Da sieht man eigentlich dann beim Messen meistens schon, ob da was in Ordnung ist oder nicht. Bisher sieht das sehr gut aus. Gut. Jetzt haben wir alle Werte im Computer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns das mal an. Sprichwörtlich die Stunde der Wahrheit. Messergebnisse. Die Spalte ganz hinten ist für dich die entscheidende eigentlich. Okay, Fragezeichen. Ja. Perfekt. Da fällt mir doch ein Stein vom Herzen. Ich habe ehrlich gesagt, alles gerade ist. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, auch mit dem Borny, und uns gedacht, dass der Rahmen nichts hat. Jetzt haben wir die Bestätigung. Das ist auch immer wichtig, wenn du das Motorrad zum Beispiel in 1, 2, 3 Jahren verkaufen möchtest und jeder weiß, es wurde auf der Rennstrecke bewegt. Manche wissen durch deine Videos vielleicht sogar, dass sie gecrashed ist. Du kannst mit einem Protokoll einfach nachweisen, hier, der Rahmen ist in Ordnung. Und das ist natürlich gerade auch für den Wert vom Fahrzeug sehr entscheidend. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Habe ich noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich für den Fall, wenn ich das, also warum auch immer, irgendwann verkaufen will, dann was in der Hand habe, weil ein Zertifikat gibt es natürlich dann auch dazu, ne? Genau, das Zertifikat kriegst du. Haben wir ja gerade schon leicht reingefilmt. Da haben wir die verschiedenen Werte. Wenn du möchtest, können wir da noch kurz drauf eingehen. So. Da haben wir hier, das ist in 2 geteilt, einmal der Hauptrahmen. Ja. Da haben wir 4 Messwerte. Das ist einmal der Sturz. Das ist, wenn man von oben, zum Beispiel wenn du auf dem Motorrad drauf sitzt, von oben auf den Lenkkopf gucken, ob der nach links oder nach rechts verdreht ist. Der sollte natürlich immer bei 0 sein. Ja. Weil, also Idealwert wäre 0, dann ist er nämlich gerade. Hier bei dir haben wir jetzt gemessen, minus 0,2 Grad Sturz. Toleranzen gehen bis 0,3, also ist es immer noch voll in Ordnung, wirst du beim Fahren nicht merken. Du hattest vorhin gesagt, die Toleranzen oder auch das Motorrad, wenn es die Fabrik verlässt, hat auch quasi Toleranzen. Genau, das wäre jetzt eine Herstellertoleranz eventuell. Okay. Die Yamaha-Rahmen sind eigentlich schon sehr perfekt aus dem Werk. Das heißt, vielleicht waren wir da bei minus 0,1. Jetzt bei minus 0,2, vielleicht war es schon bei minus 0,2, da können wir nur spekulieren. Ja. Fakt ist, es ist in der Toleranz, also wirst du es beim Fahren nicht merken. Perfekt. Spricht nicht für einen Schaden. Oder muss kein Schaden sein. Ja. Dann haben wir drunter den Lenkkopfwinkel. Den kennt man ja, über den spricht man ja auch viel eigentlich, wenn gerade auch bei neuen Motorrädern. Da haben wir einen Sollwert von 24 Grad. Da sind wir jetzt bei 23,8. Das ist auch
locker in der Toleranz. Ja. Da ist ja die Toleranz sogar noch ein bisschen größer als beim Sturz. Ja. Das ist perfekt. Länge A und B habe ich vorhin kurz erklärt. Mhm. Brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da haben wir auch hinten die Toleranzen, sind wir weit weg von den Grenzen. Ja. Da ist alles perfekt. Sehr schön. Dann haben wir hier unten noch die Schwinge. Da geht es einfach um den Hinterradsversatz, über den ich gesprochen habe. Die Verdrehung und Schiefstellung, ja. Die kann sich ja in verschiedene Richtungen verdrehen. Da ist auch alles bei weitem in der Toleranz. Perfekt. Alles in Ordnung. Das war tatsächlich so ein Punkt, über den ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil man halt auch am Hinterrad und auch in der Naht und in dieser Fuge zwischen Hinterrad oder Hinterreifen und Felge Grasreste gesehen habe, wo ich dachte, okay, da haben dann vielleicht doch die Kräfte drauf eingefädelt, eingeschlagen, aber wie gesagt, auf der Rennstrecke meistens keine harten Kanten. Ja. Da kann alles weich drüber gehen. Bei einem Highsider zum Beispiel, wenn sich das Motorrad mehrfach überschlägt und dann aus höherer oder aus ein paar Meter Höhe aufs Hinterrad kracht, das sind dann so die Stürze, wo eine Schwinge kaputt geht. Ja. Habe ich jetzt in dem Fall nicht erwartet, haben wir jetzt einfach gemessen, weil wir eh schon dabei waren. Ja. Würde jetzt auch für den Kunden finanziell keinen Unterschied machen, ob ich den jetzt mitmesse oder nicht, weil den Aufwand habe ich sowieso. Ja. Da ist einfach nur immer entscheidend, je nach Sturz, je nach Schaden, ob das notwendig ist. Und das, ich sag mal, meine Laieninterpretation der Geschichte, ich habe ja gerade schon gesagt, okay, die Felge, da war so ein bisschen Dreck dran, aber ich kann jetzt natürlich aufgrund der Tatsache, dass man sonst an den Felgen optisch keine Schäden sieht und auch alles andere sonst gerade ist, eher davon ausgehen, dass die Felgen... Also ich würde sie auf jeden Fall überprüfen. Auch da, wenn du einen Höhenschlag in der Felge hast, wirst du damit nicht froh. Also muss man es überprüfen vorher. Ja. Ausbauen auf dem Wuchtbock mit verschiedenen Hilfsmitteln gucken, ob sich irgendwo was bewegt. Ja. Und eben noch, man sieht ja, ob es den Druck noch halten kann. Ja. Und dann würde ich mir bei solchen Felgen da mal keine größeren Gedanken machen. Okay. Wenn du extreme Felgen hast, wie früher mit den Magnesiumfelgen etc., da würde ich dann doch vorsichtiger sein und mal auch eine optische Rissprüfung und so machen. Ja. Jetzt hast du ja glücklicherweise mein Motorrad mit Werten absolut problemlos in der Toleranz gemessen. Also ich muss mir keine Gedanken machen. Ja. Aber du misst ja wahrscheinlich sehr, sehr viel, sowohl auf der Straße als auch nach Rennstreckenunfällen. Ja. Was sind denn so, wie soll ich sagen, krasse Dinge, die man vielleicht auf den ersten Moment abtut oder übersieht oder denkt, wie bist du überhaupt mit dem Motorrad hierher gefahren? Ja. So, was kommt da so vor? Also grundsätzlich geht es natürlich immer um den Fahrer erstmal. Da gibt es welche, die sind schmerzfrei, die merken gar nichts. Dann gibt es welche, die wollen was merken. Ja. Da ist es manchmal auch gut, wenn man das für die misst und sagt, ey, es ist in Ordnung, du kannst drauf vertrauen. Ja. Ich finde eigentlich immer am extremsten, wie man sich da vertun kann. Ja. Ich bin auch teilweise in Werkstätten, da sagen die Meister oder egal wer, braucht man nicht messen, ist doch alles in Ordnung, ist doch nur Quatsch. Ich hatte mal es war eine leichtere Enduro, aber für die Straße. Ja. Die ist einfach nur im Stand so vom Seitenständer gekippt auf den Lenker. Ja. Sonst war nichts beschädigt, nur das Lenkergewicht oder der Lenker außen halt. Und da war der Sturz vom Lenkkopf gar nicht mehr korrekt. Also der war verdreht, nur von dem auf den Lenker fallen. Okay. Weil klar, bei der Enduro ist der Rahmen nochmal weicher. Mhm. Und dann noch so Gitterrohrrahmen etc. Da kann sich mehr bewegen. Der war dann halt durch diesen Umfaller kaputt. Dann andersrum haben wir wieder zum Beispiel so Rennstreckenmoppets, da ist ja alles weg nach so einem Sturz, alles kaputt. Ja. Aber der Rahmen hat nichts. So, das ist, finde ich, so ein sehr großer Gegensatz. Mhm. Deswegen darf man sich da manchmal nicht auf sein Bauchgefühl verlassen. Ich habe manchmal auch Situationen, wo ich denke, ja, muss man das jetzt messen oder nicht? Im Zweifel einfach einmal zu viel messen. Das ist meine Meinung. Ich hatte auch mal, das ist noch eine ganz interessante Geschichte, hier auch beim Borny war ein Kunde, der hat sein Motorrad selbstverschuldet auf der Straße kaputt gemacht, hat dann entschieden, alles selber zu reparieren, um Geld zu sparen, hat dann trotzdem, ich glaube, bis zu 8.000, 9.000 Euro reingesteckt, weil das passiert ja schnell beim Motorrad, wenn da viele Teile getauscht werden müssen, wurde danach nie wieder froh. Der ist gefahren und jede Kurve hat sich komisch angefühlt, links, rechts war nicht mehr symmetrisch, er wusste nicht, was er machen soll. Dann kam er hierher. Der Marc hat dann auch direkt angesprochen wegen dem Crash, ob da was vermessen wurde. Da hat er verneint und dann haben wir das erstmal gemessen, bevor er überhaupt eine Probefahrt macht.
Da haben wir festgestellt, auch der Sturz im Lenkkopf hat nicht mehr gepasst. Das heißt, der hat jetzt 8.000 Euro in ein kaputtes Motorrad gesteckt und es ist immer noch kaputt. Da hätte er lieber mal 200-300 Euro für eine Vermessung ausgegeben. Ja. Da hätte er sich den Rest gespart. Das wäre jetzt nämlich tatsächlich so zum Abschluss auch meine Frage gewesen, womit muss ich denn als Kunde rechnen, wenn ich das mache? Ich muss an der Stelle dazu gestehen, ich habe ja schon mal ein Motorrad vermessen lassen, ist ja nicht mein erster kapitaler Unfall, leider. Von daher weiß ich es, aber es ist immer noch so, sagen wir mal, plus minus 300 Euro. So in dem Bereich, genau. Für einen Endkunde mit allem, da ist dann alles mit dabei. Es gibt natürlich auch Sonderfälle, wenn ich hier in der Werkstatt einen komplett nackten Rahmen bekomme, wo ich weniger Aufwand habe, dann gibt es dann natürlich auch Sonderpreise etc. Ja. Aber der grobe Richtwert sind so zwischen 250, 300 Euro. Okay, und die tatsächlich sehr gut investiert sein können. A, natürlich, um nicht Geld in eine Bastelbude zu stecken, die nie wieder glücklich wird. Und ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Ne? Sicherheitsaspekt, auch ein Spaßaspekt für den Kopf. Man glaubt ja nicht, wie abergläubisch jeder Motorradfahrer ist. Ja. Oder nicht jeder, aber viele. Und man redet sich dann ein, dass es nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich auch meine oft schon gemessen. Ja. Einfach messen, du siehst es, das ist in Ordnung, weitermachen. Okay. Ja. So, wir sind durch. Ja. Pascal hat einen super Job gemacht. Also ich hätte mir besser nicht wünschen können, die Zahlen haben gestimmt. Und das Moped ist gerade. Und jetzt kann ich wirklich tatsächlich an den Wiederaufbau gehen. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, den du angedeutet hast. Ich habe schon Teile gekauft und bestellt. Also es war auch so ein bisschen so ein Risiko. Wussten ja, dass er nichts hat. Wir sind davon ausgegangen. Ja, und die nächste Folge ist dann tatsächlich wieder mit Borny zusammen. Da geht es dann eben nochmal um die finale Bestandsaufnahme, was denn an Teilen, die ich jetzt noch nicht identifiziert habe, eventuell noch dazukommt. Und ja, neues Design kommt dann eventuell auch irgendwann. Anbau der bisher gekauften Teile. Ja, und jetzt bin ich natürlich richtig froh und freue mich auf die kommende Saison. Pascal, ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne. A, für die guten Zahlen natürlich und B, dass du auch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Denn, wie gesagt, man ist ja einfach unbedarft und ich kann es an dieser Stelle nur noch mal dazu erwähnen. Es ist natürlich ein minimaler Kostenfaktor, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zum Gesamtaufwand. Ne? Wir hatten ja schon überschlagen. Circa 5.000 Euro habe ich jetzt mal gerechnet. Da sind die 300 Euro für das Vermessen auf jeden Fall gut investiertes Geld. A, für den Kopf und natürlich im Zweifelsfall auch für die Sicherheit. Macht da keinen Unsinn. Es fahren da sicher viele krumme Mopeds rum, die dann auch keinen Spaß mehr machen. Also überlegt euch das gut. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Also sowohl positive als auch negative Kritik natürlich sehr gern willkommen. Egal, was für eine Kritik ihr abgibt, auf jeden Fall Kanal abonnieren, Video liken. Ich hau euch auch mal die Kontakte zu Pascal hier mit in die Videobeschreibung. Also falls ihr da irgendwie mal eine Anfrage habt, könnt ihr da direkt euch an das Ingenieurbüro Steiner wenden. Ja, und jetzt bin ich fertig. Pascal, danke nochmal. Gerne. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.